Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit Jarek, unserem romulanischen Polizisten. Nalani schläft noch und Jarek verbessert gerade mal diese Andockstation von dem Robo, der hier auch gerade wieder fleißig saust, denn das Stockwerk war so leicht verschmutzt. Und das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja eine saubere Bude haben hier. So, er hat noch 4 Stunden bis zur Arbeit. 3 Fälle gelöst hat er. Das heißt, er braucht bloß noch die ideale Stimmung dafür. Nalani hat gestern noch ihre Tagesaufgabe erledigt. Genau. So, dir geht's super. Sie wird wahrscheinlich auch jederzeit aufwachen. Okay, gut. Wieso hast du denn eigentlich schon wieder deine Arbeitskleidung an? So, der Robo ist hier. Wäsche haben wir. Ja, ja, weißt du was, könntest du mal Wäsche waschen. Das könntest du dann auch noch tun. Genau. Wenn du damit fertig bist, beim Verbessern. Genau. So, was haben wir denn hier für Schönes? Ah, Post holen könntest du auch noch mal. Nachbarschaftsgeschichten. Die Pancakes sind eingezogen. Babysitterin. Ach, meine Güte, ist ein Name. Suwan ist eingezogen. Hauser Bergsten hat einen Hund adoptiert. Hauser Glaurit hat ein Kleinkind adoptiert. Hauser Kahananui ist eingezogen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Mach mal bitte Fanpost öffnen. Strangerville Post. Und schon wieder so ein Klumpen. Okay. Ja, die Strangervilles sind echt dankbar, dass ich hier, dass Jarek hier das Problem mit den Pflanzen gelöst hat. Okay. Derek McMillian arbeitet jetzt als Werbesprecher. Ein Gretes Pferd hat bei den Bailey Moons zu Hause gefunden. Ein Gretes Pferd hat beim Boden Ma einer zu Hause gefunden. Und sonst ist nichts passiert. Okay, das ist am PC. Nalani schläft immer noch, aber soll sie doch. So, oh, wir haben immer noch Zeugenberichte, Tatortfotos. Weißt du was, die könntest du mal ver... Nee, warte mal schnell, bevor ich das hier wegmache. Ja, nee, brauchen wir ja nicht. Die Zeugenberichte, die können wir mal einfach hier loswerden. Ich würde sagen, da nehmen wir frische. Das soll schon ein bisschen zusammenpassen. Außerdem haben wir ja den Fall schon quasi gelöst. Wir müssen nur noch das Verhör durchführen. Okay, so, ich möchte hier noch ein bisschen vor die Glotze hocken. Weißt du was, Nalani, du... Oh, du hast doch eine Wäsche hier. Einstecken, okay. Du darfst dich Elementarwesen der Insel. Weißt du was? Du darfst dir nochmal was anziehen, weil sonst wird Jahre gleich wieder wuschig. Genau. Na, weißt du was? Du darfst die Wäsche waschen, wenn du gerade hier stehst. Genau, sie hat noch die Kamera. Einstecken. Okay, gut. So, mach mal eine lustige Geschichte. Und Händchen halten. Knuddeln. Vobi Nerx. Fumu. Watso. Watso. Und. Fisch. Banarla. Küssen. So. Genau. Fibwaini Dopsu. Ah. Whips. Balafoy Camus. Gut, was läuft denn gerade? Irgendein Bericht über einen Imbiss oder was? Okay. Moment mal, warum sind denn die Wände eigentlich gerade an? So, genau. Ein bisschen schmusen. Ja, ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay. Aha, das wollte Nalani gerade machen. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung, sagt Nox. Also Nox. Okay. Hingabe ausdrücken. Von Geschicklichkeit schwärmen. Boah, wisst ihr was? Ich gönne euch mal was. Und zwar eine Spielkonsole. So, lass mir mal schauen. Das war, glaube ich, bei Fernseher, gell? Doch nicht. Bei Radio? Nee, warte mal, wo ist denn Spielkonsole? Audio, das ist nur Audio. Warte mal, wo ist denn Spielekonsole? Achso, da ist sie doch.
Unorthodox Box. Wo können wir die denn hinstellen? Ah, stellen wir da unten hin, oder? Warte mal, kann man die ein bisschen... Na, stell sie da hin. Da passt es eigentlich ganz gut. Da könnt ihr ein bisschen zusammen zocken oder so, wenn ihr wollt. Na, no. Genau. Das könnt ihr euch einfach mal ein bisschen gönnen. Genau, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Rechnungen? Rechnungsinfo. Das wird teuer. Nee. Steuervergünstigungen und Strafen. Ah, wir haben plus 2400 Steuervergünstigungen. Wegen genügsamer Lebensweise. Zweimal. Und wegen den Nachbarschaftsplänen eingehalten. Also sonst würde das 4.500 kosten. Und hier könnten wir auch nochmal Überschüsse verkaufen. Das ist super. Ach genau, apropos, laufen unsere Geräte noch? Ja, die laufen noch. Sehr schön. Und die Dinger waren gar nicht kaputt. Das ist super. Eine Sache würde ich gerne mal schauen. Speien und zur Welt verwalten gehen. Wie ist denn unsere Umweltbilanz hier in dem Gebiet? Denn wir sorgen ja dafür, dass das alles ein bisschen grüner wird. Sehen wir das hier? Moment. Hier. Na, das ist grau. Das ist grün. Und das ist neutral. Schade. Okay. Alles klar. Naja, vielleicht sorgen die anderen halt nicht so wirklich dafür. Aber wir leisten unseren Beitrag. Also die beiden. Yep. So, okay. Minimal Hunger hat er und sie auch minimal, aber da brauchen wir jetzt absolut nichts machen. Okay, du möchtest nochmal am PC gehen. Das ist echt ein Quatsch, oder? Wisst ihr was, plaudert einfach nochmal ein bisschen. Hector, Kleinkind, nee. In Erinnerung an den Hochzeitstag schwelten Jarek. Hallo. Hochzeitsgeschichte erzählen. Ah, so eine kurze Geschichte geht noch. Genau. Halt, stopp, Nalani. Du könntest dann dich mal... Du könntest dich da nochmal drum kümmern. Um die Wäsche. Ich hoffe, sie macht das dann auch. Ah, sie geht schon mal. Okay. Okay, gut, aber wir haben einen Fall zu lösen. Wir haben einen Fall zu lösen. Genau. Und ich bin gespannt, ob die Verdächtige immer noch in der U-Haft sitzt. Normalerweise müsste die da sein. Ah, Pinwald ist voll, alles klar. So, mach mal hier aus. Stopp, Jarek. Ist zur Arbeit. Pinwald ist voll. So. Okay. Dann lassen wir das mal hier. Okay. Genau, sie ist noch da. Moment, wo sind die Wände hin? Die brauchen wir zumindest. Okay. Dann darfst du schon mal hier hin. Verdächtigen durchsuchen. Klick bitte. Polizeifoto und Fingerabdruck. Genau. Und sitzen eigentlich immer dieselben Kandidaten hier. Das ist auch eben ein bisschen verstörend. Ob sich um die mal jemand kümmern? Ich weiß auch nicht. Die werden ihr Leben lang wahrscheinlich hier sitzen. So, wo ist er denn? Da kommt er. Und ich finde es gut, dass er immer noch diese Kleidung anhat. Die gefällt mir nämlich sehr gut. Er ist ja immer noch Kripo-Beamter. Kripo-Beamter ist allerdings auch schon Polizeiobermeister. So, dann kommen Sie mal bitte mit, junge Frau. War schön heute Nacht hier im Gefängnis. Ja, aber ja, es tut mir leid, wenn Sie traurig sind, aber ja, jetzt erstmal Untersuchung. Schauen wir mal, was haben Sie denn dabei? Aha, ein Spielzeugauto. Okay. Wenn Sie ein Lama dabei haben, dann sind Sie sofort schuldig. Dann können wir Sie sofort einsperren. So, was haben wir da? Haben wir noch irgendwas? Aha. Handschellen, aha. Jarek? Okay. So, dann hier mal das Schild nehmen, bitte. Und, ja, ganz normal schauen.
So, das war's. Und jetzt nochmal hier die Hand drauflegen für Fingerabdrücke. Spiel. Die grummelt auch die ganze Zeit. Streifenpolizistin ist sie noch. Okay. So, nee, Quatsch. Verdächtigen verhören. Und wieso ist er denn jetzt sehr verspielt? Nicht so Nähe durchsucht. Okay. Na gut. So, dann ab in unser wunderschönes Verhörzimmer. Kommen Sie bitte mit. Was ist hier los? Achso, die bejubeln Jarek. Wer bist du denn eigentlich? Banaba, okay. So, okay, also. Wir sehen mal erstmal die Fallakten. Also so schaut das aus. Über Opfer reden. Scheint misstrauisch zu sein. Wissen Sie eigentlich, was Sie diesem Opfer angetan haben? Indem Sie da rumrandaliert haben? Ich zeige Ihnen mal die Zeugenaussage. Aha, so schaut das aus. Hier, ja. Das haben Sie ausgesagt. Wir werden jetzt mal Ihr Smartphone überprüfen. Scheint besorgt zu sein. Ach, so ist das. Aha, diese Nummer findet man hier auch. Und wir haben halt auch noch ihre Fingerabdrücke gefunden. Sehen Sie, das sind ihre und das sind die vom Tatort. So. Nun, was haben Sie dazu zu sagen? Ja, noch nicht ganz, aber ist besorgt. Scheint schuldig zu sein. Hallo? Nee, Moment mal. Scheint schuldig zu sein. Moment. Überzeugen, mehr Auswahl. Geständnis bekommen. Hier ist es. Diesmal ein bisschen versteckt. Und geben Sie es zu. Aha. Alles klar. Dann haben wir es. Ja, dann müssen Sie leider in Jugendarrest eine Zeit oder Sie setzen sich etwas für gemeinnützige Arbeit ein. So, aber zuerst müssen Sie mal wieder in die Zelle zurück. Tut mir sehr leid. Ich mache die Zelle sogar von hier hinten auf. Das kann ich, denn ich bin Romulaner. Okay, alles klar. Fall abgeschlossen. Wir haben wieder einen geschafft. So, okay. Was gibt es noch zu tun? Mit dem Polizeipräsidenten reden. Können wir machen. Wo ist er denn? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Warte mal. Genau, stelle ich jetzt mal diese eine Frau hier vor. Die kennst du auch noch nicht. Nina Kalente ist schon wieder da. Was die wohl wieder hat. Warte mal, wo ist denn der Polizeipräsident gerade? Also das ist er nicht. Hier oben ist auch keiner. Okay. Wo ist denn diese eine Kollegin? Wer ist denn das? Maki Namura, okay. Tomarangisch vorstellen könntest du dich mal. Theorien zum Fall diskutieren könntest du machen. Ihn kennen wir. Da im Labor, den kennen wir auch, den Herrn Robles. Aber der Polizeipräsident ist nicht da. Dich kennen wir. Zoe. Okay. So, haben wir jetzt irgendwo einen PC gerade? Ja, haben wir. Polizeidatenbank durchsuchen können wir dann noch machen. Okay. So, alles klar. Wieder ein Fall gelöst, Leute. Sehr schön. Aha. Da kümmert sich jemand drum, oder? Oder sollen wir das dann noch machen? Strafanzeige aufnehmen? Sie war halt gestern schon da. So, und was ist mit dir jetzt? Du versuchst dich zu beruhigen, oder? Genau, ja. Na, ich hoffe, dass sie wieder auf die gerade Bahn kommt. So, das haben wir gemacht. Ein Fall zugewiesen bekommen. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Das machen wir morgen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier auf Nalani klicke? Aha, nee, passt. Nalani um sich kümmern. Aha, steht dabei.
So, hallo, Sie sind ja wieder da. Okay, Moment. Ich habe in der Nähe des Parks jemand mit Streichhölzern an einer Mülltonne spielen sehen. Wenn Sie sich sagen, ja, mit dem Pyromanten wieder. Okay, alles klar. Gut, wir gehen der Sache nach. Eine Stunde trainieren, weißt du was, das könntest du mal machen. Mach nochmal Ausdauerlauf. Okay. Oh, wir haben so viel Zeit heute noch. Und da sollen wir uns nochmal einen neuen Fall schnappen. Nee, ich würde sagen, das machen wir heute nicht. Wer ist das? Da kennen wir den schon hier. Und wer ist das? Tomax. Kennen wir den hier eigentlich schon? Marvin Paulus. Nee, kennen wir auch noch nicht. Können wir dann nachher lustig vorstellen. Und hier haben wir ihn zum Fall diskutieren. Okay, dann spulen wir mal vor. Jarek läuft jetzt mal so eine Stunde. Genau. Der ist ja mittlerweile auch fit. Okay, dann kannst du zu deinem Kollegen runtergehen und mit denen ein bisschen plaudern hier. So, okay. Nalani ist auch in die Arbeit gegangen. Alles klar. Gut. Ja, Polizeipräsident ist nicht hier. Hallo. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Jarek Dervorax. Grüß dich. Okay, plaudert so ein bisschen. Genau, ich möchte gerne noch etwas mehr lernen, wie Sie das machen. Bro. Wie ein echter Bro gefühlt. Nee, machen wir nicht. Okay. Einen Fall zugewiesen bekommen. Haben wir noch einen PC gerade? Nee, ist alles wieder belegt hier. Ja, gut, komm. Ach so, Moment. Nee, wir brauchen einen Fall. Wir haben ja noch gar nichts erreicht heute. Wir müssen ja heute noch was tun. So, darf ich an den PC gehen? Ich hätte gerne einen neuen Fall. Ach so, wir haben ja noch gar nichts erreicht heute. Okay, da müssen wir definitiv länger bleiben wieder. Oh, das habe ich komplett aus den Augen verloren. Okay, so, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Fall 2173-D. Okay. Aufzeige eines Bürgers. Okay, wir reisen zu Tatort. Das können wir auch am PC machen. Macht es mal. Schauen wir mal, was wir jetzt noch erleben. Ja, wir müssen natürlich auch gute Arbeit leisten. Also so geht's ja nicht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Aha. Okay. Wo sind wir denn hier? Ach, in Green irgendwas, oder? Genau, in diesem Industriegebiet. Okay, also wir brauchen schon wieder ein Alien. Manuel Kreuz. Okay. Zeugenbericht aufnehmen. Das machen wir mal bitte. Wer ist das? Das ist ein Japaner, glaube ich, gell? Nee, Jay Robles. Okay. So, Jarek. Dann geh mal und zu den Leuten hier. So, hallo. Was haben Sie gesehen? Was könnten Sie mir berichten? Dann gehst du gleich zu ihr. Konnte nicht viel beitragen. Okay, alles klar. Oh, ja, weil hier ist verschmutzt, gell? Ach, herrje. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen in dem Spiel. So, hallo, die Dame. Können Sie was Wichtiges beisteuern? Okay. Gut, Moment. Aber dann müssen wir, glaube ich, noch zu einem Dritten gehen. Wo ist denn der hin? Da war doch noch dieser junge Mann hier. Keine Ahnung. Okay, Beweisfoto machen. Fingerabdrücke. Beweismaterial sicherstellen. Und hier auch nochmal Beweisfoto. Beweismaterial. Wo ist denn dieser junge Mann? Finde ich gerade nicht. Na gut, also hier haben wir auf jeden Fall sehr viel Zeug. Dann nehmen wir hier diesen Gartenzwerg und das hier. Gut. Maki Kimura angefreundet hast. Okay. Mehr Tatort-Fotos schießen. Einen weiteren Zeugenbericht. Ah, das sind so viele Hinweise hier. Okay.
Wir brauchen noch einen Zeugenbericht. Moment mal, wo ist jetzt der andere Typ? Wo ist denn der Junge? Warte mal, oder? Ist die auch eine Zeugin? Ne, das war doch sie. Mit der haben wir schon geredet. Da war doch noch dieser junge Mann. Da haben wir hier... Da ist er. Okay. Zeugenbericht aufnehmen. Ah, genau. Und bei dir kannst du dich mal vorstellen. Nee, mach mal lustig. Lustig vorstellen. Genau, weil sie kennen wir noch gar nicht. So, da kommt er. Was bist du denn eigentlich, Streifenpolizistin? Ich übernehme hier mal den jungen Mann. So, was haben Sie denn gesehen? Alles klar, alles klar. Okay. Konnte auch nicht viel beitragen. Hallo. Wir haben uns auch noch nicht vorgestellt. Wir sind immer nur an uns aneinander vorbeigerannt. Okay, ich gehe mal zur Polizeiwache zurück. Genau, wir haben nämlich alles. Und da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen produktiv sein. Dann schauen wir mal, was von uns verlangt wird. Gut. So, wir sind zurückgekehrt. Okay, gehen wir mal dahin. Verbrecher, Hinweise in der Polizeidatenbank. Es ist halt. Nee, hier ist einer frei. Okay. Könntest du das noch machen? So. Ach, jetzt hockt sie da. Komm, hau mal ab hier. Entschuldigt, das war vielleicht ein bisschen unhöflich, aber es ist echt anstrengend, wenn die Leute sich hier vordrängeln. Ja, es sind einfach zu wenig PCs hier. Warte mal, haben wir da irgendwo... Naja, du machst jetzt einfach nochmal... Warte mal. Ist das analysiert? Zeugenbericht, nicht analysiert, Fingerabdruck, Tatortfoto. Okay, weißt du was, du kannst da nochmal Beweismaterial analysieren. Ich glaube, das ist dann dasselbe, würde ich sagen, oder? Okay. So, sie steht da vor uns rum und labert uns zu. Warum? Nee, wir haben jetzt hier was zu tun hier. Echter Fest hat begonnen. Okay. So, wir haben auf jeden Fall Sachen hier zum Analysieren. Okay. Wie geht's dir denn? Du hast Hunger. Okay. Ja, später darfst du was essen. So, sehr schön. Dann haben wir nochmal Beweismaterial. Maki Kimura angefreundet hast. Alles klar. Endet in einer Stunde. So, schau mal, was du noch machen kannst hier, Jarek. Oh nein. Kaputt gemacht. Oh Mann. Schau mal. Nee, es wird nicht mehr reichen, oder? Nee. Funktioniert nicht. 1300 hat er verdient. Okay. Also finanziell, glaube ich, passt es ganz gut. Glaube ich, habe gar nicht geschaut, wie viel wir jetzt mehr verdienen. Naja, ist ja auch egal. Es ist ja nur Geld. Okay. So. Ja, wir haben jetzt hier alles voller Beweismaterialien. Machen wir dann morgen weiter. Na, Lani hat auch noch Geld nach Hause gebracht. Okay. Gut. Okay. Weißt du was? Du darfst jetzt mal was zum Essen nehmen. Reste nehmen. Nalani, wie schaut's bei dir aus? Du hast auch Hunger. Aber du darfst dich nochmal umziehen. Outfit ändern. Genau. Hat das mit der Wäsche eigentlich funktioniert? Nee, das hat nicht funktioniert. Warte mal, Nalani. Das hat offscreen nicht funktioniert. Okay. Gut. Ja, du darfst dich setzen. Hinsetzen. So, Nalani bringt noch schnell die Wäsche raus. Ja, schade, dass die das nicht... Jarek, setz du dich bitte. Okay. Schade, dass die Sims das nicht machen, wenn man irgendwie unterwegs ist. Okay.
Alles gut. So, dann darfst du dir auch noch was zum Essen nehmen. Und dann würde ich sagen, machen wir dann die Folge aus. Hydration, ja. Da werde ich mich dann offscreen kümmern. Aha, Pool. Ach, Regen würde auch bringen. Okay, interessant. So, du darfst dich dann auch hier hinsetzen. Okay, gut. Ach, jetzt ist sie ja fertig, jetzt kommt sie. Okay. Ja, das ist blöd. Okay, Jarek. Darfst dich dann trotzdem nochmal ein bisschen nach deinem zu deinem Schatz gehen. So. Und dann könnt ihr euch mal ein bisschen unterhalten. Okay, freundlich. Mach mal Smalltalk über warme Temperaturen reden. Mehr Auswahl. Und auf jeden Fall Smalltalk. Wie war dein Tag, Schatz? Bleib doch bitte sitzen. Warum stellt ihr euch jetzt wieder hin? Ach so? Wo kam das jetzt her? Das habe ich jetzt aber nicht angewählt. Okay, irgendwer wollte jetzt knutschen. Also Jarek wollte jetzt lieber knutschen. Okay, alles klar. Na, Hast du jetzt eigentlich das Essen jetzt in deiner... Nee. Ah doch, da. Okay, Schatz. Dann setz dich mal bitte mit dazu. Wir in sitzen a und row. plaudern. Das schmeißen wir weg für dich. Oh, Gosha. Genau. Aber Okay, gut. Die zwei unterhalten sich schön. Und wir, liebe Leute, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Folge war schön zu zuschauen für euch. Und ihr seid immer noch mit dabei, wenn die zwei hier wachsen machen, sozusagen. Okay, dann macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao und Servus.